So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Webinarreihe der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Mein Name ist Bertie Bouillon. Ich bin Chef der Klinik für Autounfallsport und darf heute durch die Moderation führen oder die Moderation übernehmen. Wir warten noch auf unseren Präsidenten Mike Raschke, den ich gerade schon mal gesehen habe, aber im Augenblick ist er wahrscheinlich ganz kurz verhindert. Und damit wir Ihre Zeit nicht unnötig belasten, würde ich einmal kurz mit der Vorstellungsrunde beginnen. Thema heute ist die distale Radiusfraktur und wir haben drei Fälle vorbereitet, die aus drei Kliniken vorgestellt werden. Und das Wichtigste heute Abend ist erstens, wir wollen Ihnen was zeigen, aber noch wichtiger, wir wollen mit Ihnen diskutieren. Und zum einen werden unsere Experten mit Ihnen diskutieren und Fragen stellen, aber wir laden Sie ganz, ganz herzlich ein, auch Ihre Fragen zu stellen über die Chatfunktion. Und René Hartensohr in Münster wird die sammeln und ich werde versuchen, diese dann so gut es geht aufzunehmen und zu schauen, dass wir dann eine lebendige Diskussion haben. Und dann hoffe ich, dass wir so gegen 17:15 fertig sind. Und Sie dann am Schluss dieser Session gesagt haben, Mensch, ich habe was gelernt dazu. Und ich möchte ganz kurz mit der Moderation der Experten beginnen. Als Erste begrüße ich ganz herzlich in Hamburg. Annika Hettich ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, arbeitet am UKE in Hamburg und ist Vertreterin des Jungen Forums. Wir freuen uns, das Junge Forum dabei zu haben, Annika. Hallo nach Hamburg. Dann kommen wir zu unserem Vizepräsidenten. Professor Benedikt Primert ist Chef des BBK in Ulm. Er ist Experte schon seit vielen, vielen Webinaren dabei und ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und ich freue mich ganz, dass du wieder dabei bist und diesmal nicht in deinem Campingmobil, sondern tatsächlich in deinem Office, lieber Benedikt. Da hat viele, viele beeindruckt, wie ich das mitgekriegt habe. Dann begrüße ich ganz herzlich Thomas Gößling in Braunschweig. Er ist Chef der Unfallchirurgie dort. Auch er ist einer, der die letzten Male immer dabei war, intensiv mitdiskutiert hat. Und so wie Benedikt Primert einen Kollegen aus seiner Klinik hat, der heute einen Fall vorstellen wird, und Annika wird auch einen Fall vorstellen, wird Professor Gößling auch einen Fall vorstellen. Thomas, herzlich willkommen bei dieser Runde. Ich begrüße ganz herzlich Philipp Hupe. Er ist Assistent und Stabsarzt im BBK in Ulm und Philipp hat auch einen Fall vorbereitet. Herzlich willkommen und ich freue mich auf deine Präsentation und nachher die intensive Diskussion. Und einer, der ganz, ganz wichtig ist, ist Dr. René Hartensohr. Er ist leitender Oberarzt an der Universitätsklinik Münster bei Professor Raschke. Und in bewährter Form wird er bei diesem Webinar auch wieder die Regie führen, was die Fragen was das Fragensammeln angeht. Und er unterstützt wahrscheinlich gerade seinen Chef bei der Verbindungsaufnahme. Deswegen sehen wir ihn im Augenblick nicht direkt. Und wenn Professor Raschke nachher sich einschaltet, dann werden wir einfach dazwischen nehmen nach der nächsten Vorstellung. Und ich glaube, wir werden gar nicht weiter warten, Annika, sondern du hast das Wort. Erster Fall, distale Radiusfraktur. Sehr schön, ganz vielen lieben Dank. Jetzt werde ich mal schauen, ob das mit dem Bildschirm genauso gut klappt wie in der Probe. So, ich hoffe, es können alle meinen Bildschirm sehen und die erste Folie der Präsentation sehen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir auch vom Jungen Forum, auch von Seiten der jungen Kollegen einen Fall vorstellen dürfen. Und wir haben uns gedacht, so zum Einstieg, zum Warmwerden, vielleicht kommen manche auch gerade vom Dienst, aus der Arbeit, starten wir mal mit einem etwas leichteren Fall, damit alle so in das Thema finden. Und dann wollten wir uns im Laufe des Webinars ein kleines bisschen steigern, damit man auch noch weiter mitdenken kann und später noch schön diskutieren kann. Ich habe auch die ein oder andere Zwischenfrage mit eingeworfen. Da können die Teilnehmer auch gerne abstimmen und sich, wie gesagt, auch jederzeit melden, wenn es Zwischenfragen gibt, Einwände gibt oder auch Vorschläge, was man vielleicht hätte besser machen können. Der Fall hat den schönen Namen Doppelt hält besser. Warum, wird sich im Laufe des Falls einmal zeigen. Wir starten einmal, wie immer, bei uns in der Anamnese. Und zwar handelt es sich um einen 46-jährigen männlichen Patient, der im August diesen Jahres einen Arbeitsunfall hatte. Der junge Mann ist Maurer und hat auf dem Dachboden gearbeitet und ist dabei ja leider aus 4 Meter Höhe gestürzt und dabei auf die rechte Seite gefallen.
Das Ganze ist nicht direkt bei uns in Hamburg im schönen Eppendorf passiert, sondern ein kleines bisschen weiter außerhalb, weshalb die primäre Schockraumversorgung in einem anderen Klinikum erfolgt war. Der Patient war wach, ansprechbar, GCS von 15, hatte aber stärkste Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte und im Bereich des rechten Unterarms. Und aufgrund des Unfallmechanismus haben die Kollegen vollkommen richtig eine Traumaspirale durchgeführt. Und zusätzlich, weil der Unterarm dort leider nicht mit abgebildet war, Sie kennen das ja vielleicht auch, die Arme werden immer oder häufiger mal wieder hochgelagert und waren deshalb auf dem CT leider nicht mit drauf, noch den Unterarm zusätzlich geröntgt. In der bildgebenden Diagnostik hat man, wie schon ein bisschen zu vermuten war, einerseits eine Acetabulumfraktur gesehen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, weil das vielleicht irgendwann mal ein anderes Thema sein wird, aber auch eine erstgradig offene Unterarmfraktur auf der rechten Seite. Ich habe die Bilder einmal mitgebracht, das primäre Röntgen, man sieht schon, sieht nicht ganz so hübsch aus. Also wir haben einmal eine distale Radiusfraktur, Klassifikation steht unten auch anbei, mit einer Fraktur des PSU, ist auf dem Röntgen, ja auch, ich hoffe, Sie können es alle gut erkennen, ist auf jeden Fall auch mit frakturiert. Jetzt kommt schon einmal die erste Frage an Sie. Was machen wir denn jetzt? Ich habe mal so ein paar Antwortmöglichkeiten mitgebracht. Man könnte es natürlich erstmal geschlossen reponieren, die Fraktur in einem Oberarmgips ruhig stellen, die ja, erstgradig offene Wunde ausschneiden, spülen und dann möglicherweise auch noch antibiotisch behandeln. Oder man sagt, der geht absolut sofort in den OP, wird direkt endgültig versorgt und man hat erstmal Ruhe. Dann könnte man natürlich auch einen Fixateur externe anlegen. Oder wir machen erstmal ein CT und machen uns dann nochmal Gedanken, was passieren könnte. Was würden Sie tun? Oder anders vorgehen, natürlich auch immer eine weitere Möglichkeit. Glaube ich, noch ein paar Sekunden Zeit für die Entscheidung. Ich bin gespannt. Okay, also Sie sehen vielleicht auch die Mehrheit, über 50%, also 51% haben sich für die Anlage eines Fixateurs entschieden. Knapp 40% für das CT, finde ich auch gar nicht so schlecht. Anders vorgehen würde nur eine Person. Fünf Personen würden tatsächlich direkt die Plattenosteosynthese durchführen und zwei Personen würden erstmal reponieren und im Gips ruhig stellen. So, wir schließen das einmal und schauen, was die Kollegen im anderen Krankenhaus gemacht haben. Das so getan wie die Mehrheit. Und zwar einen Fixateur angelegt. Finde ich von der Entscheidung her von meiner Seite aus richtig, können wir vielleicht später gerne auch nochmal darüber diskutieren. Da das Ganze ein Arbeitsunfall war und in der Komplexität mit Radiusfraktur und Acetabulumfraktur doch zum SAV-Verfahren gehörte, erfolgte die Kontaktaufnahme zu unserem Klinikum und letztendlich nach 24-stündiger Überwachung die Verlegung in unser Haus. Der Patient kam, wie gesagt, am 11.8. zu uns. Wir haben ihn erstmal analgetisch behandelt, die Antibiotikatherapie aufgrund der offenen Fraktur fortgeführt. Die Wunden zeigten sich weiterhin gut, reizlos, die DMS war intakt. Und wir planten dann den weiteren Eingriff und die erneute Operation sowohl des Acetabulums als auch des Radius für knapp eine Woche später. Auch eine Sache, die man gerne später nochmal diskutieren kann. Unser primärer Plan war, den Fixateur zu entfernen und eine primär Plattenosteosynthese winkelstabil durchzuführen über einen palmaren Zugang. Ich springe mal direkt voran, forsche, wie wir hier in Hamburg manchmal sind und zeige Ihnen direkt das postoperative Röntgenbild. Ja, was würden Sie sagen? Sind Sie damit zufrieden oder würden Sie sagen, sieht ganz gut aus, kann man so lassen, ist ja auch schon über 40 der gute Mann, ne? Sag ich jetzt mal frech in den Raum und bin jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal schon nicht mehr dabei. Aber das war ein bisschen mutig. Oder sagen Sie vielleicht auch, na, Dorsal sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, aber wie gesagt, der Patient wird damit schon zufrieden werden.
Oder sagen Sie, nee, das kann man auf gar keinen Fall so lassen, sofort OP buchen, Patient nüchtern lassen und ab in den Saal? Oder Nummer vier mal wieder, machen wir doch vielleicht jetzt doch mal ein CT und dann denken wir nochmal drüber nach, was wir machen könnten. Oder Nummer fünf kommt möglicherweise schon wieder ganz was anderes. Ich bin gespannt auf Ihre Abstimmung. So, wir haben schon die Ergebnisse. Ja, das ist relativ eindeutig. Sie sehen das ja vermutlich auch. Fast alle würden sich dafür entscheiden, jetzt doch endlich mal ein CT zu machen und dann darüber nachzudenken, ob man es nochmal revidieren muss oder vielleicht auch nicht. Das Ganze haben wir auch getan. Ich schließe mal die Umfrage. Zum Glück hat keiner gesagt, das sieht gut aus. So, gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt mal ein paar CTs mitgebracht und fahre die einmal durch. Wenn jemand nochmal eine Schicht sehen möchte, gerne kurze Zwischenfrage. Hier sehen wir einmal die axiale Darstellung. Dann müsste jetzt einmal Corona kommen. Und im Anschluss kommt noch einmal die sagittale Darstellung, vielleicht noch mit am spannendsten. So, oh, nein, das wollen wir nicht nochmal sehen. So. Jetzt kommt wieder die Frage, jetzt haben wir das CT gemacht, jetzt wollten wir noch einmal drüber nachdenken. Wollen wir noch mal eine Revision durchführen, möglicherweise noch mal eine Dorsale, also eine zweite Platte zusätzlich anlegen, noch mal möglicherweise von Palma revidieren, weil uns das auch nicht ganz so gut gefällt. Oder sagen wir, ach, so schlecht war es vielleicht doch nicht, können wir doch so belassen. Oder ganz anders. Auch hier wieder ein sehr eindeutiges Ergebnis. Fast alle der Teilnehmer, die abgestimmt haben, sind dafür, diesen Fall doch noch einmal zu revidieren. Die wenigsten würden es so belassen oder ganz anders vorgehen. Wir haben es so getan, wie die Mehrheit, haben auch gesagt, so kann es leider nicht bleiben, da müssen wir noch einmal ran. Und das ist jetzt das Ergebnis der Revision. Also wir haben sowohl die primäre Operation über den palmaren Zugang noch einmal revidiert und dann noch eine zusätzliche dorsale Reposition und Plattenosteosynthese durchgeführt. Das ist jetzt einmal das Ergebnis. Ich kann noch einmal zurückgehen, damit Sie es noch einmal in Ruhe anschauen können und sich vielleicht schon einmal überlegen können, ob wir nun zufrieden sind oder ob man vielleicht noch mal was anderes machen muss. Können wir auch gerne noch einmal darüber abstimmen. Ich habe wieder ein paar Möglichkeiten vorbereitet. Ja, jetzt sind wir ganz zufrieden, so kann es bleiben. Oder sollte man vielleicht doch noch mal ein CT machen? Die Möglichkeit der Handgelenksarthroskopie habe ich noch einmal mit eingefügt, um vielleicht zu schauen, wie die Gelenkfläche arthroskopisch aussieht. Ja, und Nummer vier ist vielleicht nicht schlecht, aber wir haben ja schon wieder den Fehler gemacht, mit den Kompressen zu röntgen. Sieht nie so hübsch aus. Sie dürfen abstimmen. Okay, jetzt haben wir so ein paar Ergebnisse und zwar 40% sagen, es kann so bleiben. 44% würden tatsächlich nochmal ein CT machen. 8% sind für die Handgelenksarthroskopie, finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Und die Kompressen haben gar nicht so viele gestört, wie ich dachte. Mich hat es irgendwie bei jedem Anblick gestört, aber gut, das sind nur 8%. Ich schließe einmal die Umfrage
und kann Ihnen vielleicht einmal mitteilen, was wir gemacht haben. Also wir waren eigentlich ganz zufrieden, wie gesagt, bis auf die störenden Kompressen auf dem Bild. Der Patient war auch zufrieden, hatte weniger Schmerzen tatsächlich als zuvor. Direkt nach dem Eingriff waren sie natürlich etwas stärker. Sie kennen das wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung mit so einer Doppelplatten-Osteosynthese. Ist es natürlich von den Weichteilen in den ersten Tagen manchmal nicht ganz so einfach, aber insgesamt war es dann doch ein guter Heilungsverlauf. Wir waren mit der Stellung im Röntgenbild zufrieden, hatten uns für eine recht restriktive Nachbehandlung entschieden mit einer Oberarmgipsschiene für 2 Wochen, danach 4 Wochen eine Handgelenksorthese. Der Patient durfte 6 Wochen lang nicht pronieren und supinieren und wurde dann auch nach der erfolgreichen Osteosynthese im Bereich des Acetabulums, das lief alles gut, weiter in die Reha verlegt. So, das war schon zum Einstieg mein kurzer Fall. Ich hoffe, Sie sind ganz gut reingekommen. Und für Fragen bin ich jederzeit offen und natürlich auch unsere Experten in der Runde. Ich bin gespannt, was Sie vielleicht anders gemacht hätten. Vielen, vielen Dank, Annika, für den Fall. Ich glaube, er war extrem spannend, auch dass er eine ganze Reihe kritischer Entscheidungen dort hatte, die du uns ja wunderschön da gezeigt hast. Wenn du einmal deinen Bildschirm wieder frei machst, dann sehen wir, glaube ich, die Kollegen. Und dann möchte ich zunächst mal, bevor wir in die Diskussion gehen, alle nochmal ganz herzlich einladen, ihre Fragen zu stellen über die Chatfunktion. Ich hatte vorhin schon gesagt, René Hartensur, leitender Oberarzt in der Uniklinik in Münster, wird die sammeln und wir werden versuchen, sie einzubinden. Und ganz besonders freue ich mich, dass jetzt unser Präsident Mike Raschke in Münster es geschafft hat, dazuzustoßen. Und Mike, wir haben schon eine ganz kleine Einführung, Begrüßung vorhin gemacht, aber vielleicht erstmal an dich das Wort, bevor wir in Medias Res gehen. Eine kleine Begrüßung deiner Seite an die Teilnehmer als unser Präsident. Okay, vielen Dank, Bertil. Also das ist ein tolles Format weiterhin. Wir praktizieren das ja schon seit einigen Monaten und ich freue mich, dass es immer mehr werden. Beim letzten Mal hatten wir ja 100 Präsenz und nochmal später 200, die das dann aus der Dose sich angeschaut haben. Also über 300 Teilnehmer und die Zahlen heute gehen ja auch, nicht wie bei Corona, aber gehen schon wirklich fast durch die Decke. Das Format ist insbesondere so spannend, dass wir auch nichts beschönigen. Und Annika, du hast das toll jetzt einen wirklich komplizierten Fall dargestellt. Und der ist ja insbesondere auch deshalb so kompliziert, weil es ja ein Schwerverletzter ist. Ist ja nicht ein Monotrauma. Der hat ja gleichzeitig eine Acetabulumfraktur. Das habe ich noch mitgekriegt. Sodass er ja praktisch dann auch die Seite vom Acetabulum ja auch über mehrere Monate entlasten muss. Und ich finde, ihr habt da einen guten Job gemacht, um jetzt mal ins Thema zu gehen. Sehr gut, vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter. Versuchen wir nochmal ein bisschen zu strukturieren. Du hattest ja am Anfang schon gefragt, so Erstversorgung. Zunächst in der anderen Klinik, dann sekundär verlegt zu euch im Rahmen des SAV-Verfahrens. Nochmal ein Kommentar zur Erstversorgung. Primärer Fixateur bei der erstgradig offenen, durchaus komplexen Handgelenksfraktur. Benedikt, hättet ihr es genauso gemacht oder hättet ihr was anders gemacht? Nein, wir hätten es genauso gemacht. Wir wären auch in OP gegangen, hätten das erstmal reponiert. Gar keine Frage. Wie man ja auch sieht, Ligamentotaxis hat es ja eigentlich schon gar nicht so schlecht hingestellt, wenn man es frisch macht, wenn man da nicht lange wartet. Was wir dann halt gemacht hätten, wir hätten hinterher noch ein CT gemacht, um dann die definitive Operation zu planen. Das hätten wir uns gegönnt. Thomas in Braunschweig, hättet ihr noch irgendetwas anders gemacht? Und vielleicht auch die Frage, wenn es kein Polytraumatisierter gewesen wäre mit einer Acetabulumfraktur, wärt ihr dann doch primär rangegangen? Nee, wir hätten es auch so gemacht, also Fixateur, CT. Das Einzige, was wir anders gemacht hätten, das wäre auch meine Frage, warum habt ihr denn den Fixateur vor der Operation abgemacht? Ich meine, das ist doch eine wichtige Hilfe bei der Operation. Das ist meine eine Frage. Und die zweite ist dann auch, warum habt ihr den Patienten so restriktiv nachbehandelt? War das distale Radioulnargelenk instabil oder... Erstmal zur zweiten, das war nicht instabil tatsächlich. Wir sind da manchmal ein bisschen restriktiver in der Nachbehandlung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch aufgrund der Revision, auch bei PSU, das war früher bei uns, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, noch restriktiver, dass auch die meisten Patienten mit Abriss des PSU direkt den Oberarmgips bekommen haben, auch wirklich für eine längere Zeit. Da sind wir jetzt nicht mehr ganz so streng. Aber bei per se Unterarmfraktur haben wir uns ja dann doch für diese Nachbehandlung entschieden. Zur ersten Frage, die habe ich mir auch gestellt. Ich war da auch noch am Anfang mit dabei und das war auch
genau die gleiche Frage, die ich meinen Oberarzt gestellt habe. Soll ich den Fixateur vorher abbauen oder nicht? Weil es steht eigentlich so gut, also das haben die Kollegen, finde ich, wirklich gut gemacht, dass ja wahrscheinlich alles auseinanderfallen wird, wenn ich den jetzt abbaue und wenn ich das versuche, in dieser Reposition zu lassen, dann die Platte drauf zu bauen. Könnte es mit Glück ganz gut werden. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, muss man sagen. Ist natürlich von der Lagerung manchmal ein bisschen schwierig, wenn man das dann Palma versucht, den Fixateur vorher drauf hat. Ja, war 50-50 und es ist leider dann eben das falsche 50 gewesen. Mike, hättet ihr den Fixateur belassen in Münster? Ja, wir hätten den Fixateur belassen, dann zweiter sich gewechselt. Was ich mich natürlich frage, Annika, du hast es ja vorhin gesagt, Arthroskopie vielleicht, da habe ich wenig Erfahrung in der akuten Fraktursituation, aber den PSU, den kann man ja auch wieder refixieren. Also da ist ja, soweit ich das gesehen habe, auch eine Fraktur am Prozessus ulnae gewesen. Das kann man ja eigentlich auch sehr elegant wieder stabilisieren und dann wirklich auch funktionell nachbehandeln. Also da sind wir nicht so restriktiv, dass wir da also in Oberarmgips gehen oder jetzt vielleicht auch da Prosupination vermeiden. Das kann man eigentlich ja ganz gut machen. Aber wer macht den PSU denn fest, wenn das Gelenk nicht, wenn das distale Radioulnargelenk nicht instabil ist? Das ist richtig. Das würde man nicht unbedingt machen. Aber es ist ja eine Fraktur gewesen im Bereich des Stylidius ulnae. Ja, aber wenn die, ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau die Fraktur war, wenn die sehr basisnah ist und sogar ein bisschen in die Ulna läuft, dann ist es ja auch meistens instabil. Aber wenn das eher oben ist, dann ist es häufig ja nicht instabil, ist unsere Erfahrung. Ja. Genau. Wenn man das ruhig gestellt hätte wollen, dann hätte ich vielleicht überlegt, zwei K-Drähte reinzumachen, dann hätte ich die Pronation Supination behindert, aber das Ellenbogengelenk auf jeden Fall freigelassen. Ich glaube, es ist auch für den Patienten angenehmer, wenn man es schon so restriktiv machen wollte. K-Drähte zur Transfixation von Radius und Ulna. Ja. Oh, das also nur, damit man den Ellenbogen freilässt, wenn man es restriktiv macht. Das machen wir ja nicht. Das machen wir ja nicht. Würden wir auch nicht machen. Wir hätten es auch mehr freigegeben. Ja. Also jetzt ist ja schon eine spannende Diskussion. Ja. Annika, nochmal ein Kommentar zur Refixation des Prozesses Stylidius ulnae. Habt ihr das überlegt? Oder? Tatsächlich eher weniger, muss man sagen. Es war schon relativ weit distal. Das Gelenk war stabil und deshalb hatten wir da jetzt vielleicht das mal kurz in den Raum geworfen, aber nicht wirklich ernsthaft überlegt, das zu machen. Aber ich finde es spannend, dass es hier trotzdem diskutiert wird und dass es da trotzdem auch viele verschiedene Meinungen zu gibt, dass spricht ja doch dafür, dass der Fall nicht so ganz eindeutig war. Das ist ja meistens so. Es gibt ja mindestens 5 Optionen und da muss man mal gucken, was spricht für das eine, was spricht für das andere. Und es ist ja auch spannend, dass mehrere Optionen einfach auch erfolgreich sein können. Ich glaube, interessant hier, gerade auch im Zusammenhang mit jemandem, der eine Acetabulumfraktur hat, auch die Sorge, hey, der wird vielleicht einfach auf die Hand draufkommen irgendwie, weil er sich ja auch irgendwie bewegen möchte. Und nicht, dass da noch etwas kaputt geht. Insofern sind sicher viele in der Republik, die auch ein Tuck restriktiver sind. Wenn das eine isolierte Verletzung wäre, vielleicht ein bisschen lockerer. CT-Post-Op-Kontrolle vielleicht als letzte Frage. Das hast du ja vorhin auch nochmal gefragt oder diskutiert, die Zuschauer. Die Experten, Benedikt, immer nach einem Radius, wir erleben ja, das haben wir auch in vergangenen Seminaren immer wieder gesehen, eigentlich zitieren wir jetzt fast alles vorher und fast alles nachher. Wo wäre für dich die Grenze? Also wenn ich die Grenze ziehen wir da, wenn ich weiß, ich kann es nicht mehr besser machen. Okay. Dann muss ich halt auch mal eine Situation akzeptieren und vielleicht im Nachgang dann später, wenn ein großer Teil konsolidiert ist und es steht noch was über, vielleicht arthroskopieren oder nochmal aufmachen, wie auch immer. Ich glaube, in dem Fall hätte ich mir in der Tat ein CT gespart, weil nochmal aufmachen und nochmal oben und unten, dann hast du auch irgendwann den Infekt drin. Und deswegen hätten wir uns in dem Fall wahrscheinlich mangels der Konsequenz ein CT gespart. Thomas, wie intensiv macht ihr CT-Kontrollen nach gelenknahen Frakturen? Früher sehr häufig, mittlerweile entweder wenn man wirklich denkt, eine Schraube ist drin. Man muss auch irgendwie eine Chance haben, es zu revidieren, weil sonst hat man auch ein juristisches Problem irgendwo. Du hast eine Stufe von 1-2 Millimeter. Wie willst du dann argumentieren, dass du es nicht besser machen kannst? Ne? In den USA ist es ja sehr, sehr restriktiv mit CTs postoperativ. Also früher hat man es immer so ein bisschen auch aus Ausbildungszwecken gemacht. Weniger jetzt wieder.
Aber bei Unklarheit ja, intraoperativ 3D ja, aber postoperatives CT weniger in letzter Zeit. Mike, wie intensiv nutzt ihr das CT bei Gelenkfrakturen postoperativ? Wenn es eine Konsequenz hat. Ihr hat es wahrscheinlich keine Konsequenz, weil ich habe die Reposition, ist ja der Dorsal nochmal korrigiert worden, da ist ja arthrotomiert worden, man guckt ja dann ins Gelenk hinein. Da sieht man ja, ob es reponiert ist oder nicht. Man hat, das ist ja auch sehr schön dorsal abgestützt worden. Ich würde es, genau wie Thomas sagt, wenn ich vermute, dass irgendwo eine Schraube intraartikulär liegt, da zum Ausschluss würde man es eventuell machen. Aber was ich wahrscheinlich, würde ich das CT auch einsetzen später zur Konsolidierungskontrolle, was ich ja bei so viel Metall eigentlich sonst gar nicht beurteilen kann. Da nehme ich eigentlich gerne das CT. Bei Tibia-Kopf-Frakturen mache ich es eigentlich routinemäßig nach 8 bis 10 Wochen. Hier beim Radius würde ich wahrscheinlich nach 6 Wochen, wenn ich mir unsicher bin, eine CT-Kontrolle machen, um dann zu sagen, okay, ich gebe es jetzt komplett frei. Und vielleicht noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Die meisten Fragen aus dem Publikum hatten wir schon aufgenommen. Auch nochmal an Annika. Der Fall ist so spannend. Du siehst, wie viele Fragen daraus kommen. So, wo ist die Indikation primär eine Doppelosteosynthese durchzuführen? Was wären die Kriterien für euch? Oder habt ihr das überlegt bei der Erstversorgung? Ja, tatsächlich schon. Also wir haben da auch wirklich vorher schon diskutiert und es kamen natürlich auch einige Stimmen zu sagen, das ist, also war ja auch eine dorsale Trümmerzone vorhanden. Ja, war wieder so eine 50-50-Entscheidung wahrscheinlich. Wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, dass gerade diese dorsalen Platten natürlich auch zu Irritationen führen können im Bereich der Strecksehnen, weshalb man da natürlich schon gut überlegen muss, macht man das jetzt oder nicht. In dem Fall hätte man es vielleicht schon primär machen können, weil einfach diese dorsale Trümmerzone so vorhanden war, es ja auch abgekippt war. Ja, waren wir im Nachhinein auch schlauer. Mike, was wäre für dich die Indikation oder welche Fälle würdest du primär doppelt angehen? Also bei dem Fall ist es so, dass man ja das Gesamtbild des Patienten sehen muss. Ich fand die palmare Plattenosteosynthese eigentlich schon sehr schön. Und vielleicht hätte man sagen können, okay, die Schrauben waren ein bisschen lang, weil sie dorsal dann doch irgendwo im Gelenk drin waren. Den hätten wir wahrscheinlich primär gleich von palmar und dann dorsal kombiniert in einer Sitzung geplant. Danke für das Statement. Wir sind schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten. Annika, tausend Dank an dich, aber auch als Vertreterin des Jungen Forums. Es ist immer spannend, wenn der Nachwuchs seine Arbeiten zeigt oder sie auch diskutiert, auch die andere gemacht haben. Also nochmal ganz herzlichen Dank nach Hamburg und du kannst ganz sicher sein, auch wenn du erzählt hast, über 40, da sind ja ganz viele von uns beteiligt, du wirst ganz sicher wieder eingeladen. Das war Absicht, ein bisschen. Genau. Dann gehen wir nach Ulm und Philipp Hupe, wir wollten Herrn Gössling eigentlich. Dann Thomas, Entschuldigung, jetzt bin ich durch. Ich kann nicht bis 3 zählen. Thomas Gössling in Braunschweig wird den zweiten Fall demonstrieren und ich bin gespannt. Gut, ich habe leider keine Unfallbilder. Das ist ein Patient, wie es häufiger mal vorkommt, 75 Jahre, männlich, Minijobber noch als Hausmeister, deswegen begehlig. Und kommt dann 5 Wochen nach dieser externen Operation. 5 Wochen. Machen wir weiter und lass mal die CTs laufen. Wenn es klappt, eben hat es geklappt. Du musst wahrscheinlich auf die Bildschirmpräsentation gehen. Bin ich nicht? Doch, nee. Bin ich. Nee. Okay. Also, warte mal da. Bin ich jetzt in der Bildschirm? Nee. Aha. Warte mal. Wie ist es jetzt? Wir haben es ja eben getestet. Nee, das ist immer noch, wir sehen deine kleinen Diapositive noch auf der Seite. Damit haben wir keine volle Bildschirmposition. Und dann wirst du wahrscheinlich die Videos nicht starten können. Okay, das ist ja blöd. Guck mal, unten rechts ist die Bildschirmpräsentation. Jetzt ist es gut. Jetzt ist gut? Ja. Seht ihr es? Ja.
Entschuldigung, okay. Habt ihr das Bild davor gesehen? Ja, das Einzelbild haben wir gesehen. Okay. Jetzt kommt das sagittale Bild. Und noch, last but not least, das Frontale. Dann kommen wir zu den ersten Fragen. Belassen oder korrigieren? 5 Wochen, also man sieht ja auch schon hier so ein bisschen Kallus. Okay. Wie korrigieren? Einfach die gesamte Fraktur auflösen und Drehosteosynthese, eine intraartikuläre und extraartikuläre gezielte Osteotomie oder einfach nur eine extraartikuläre Osteotomie? Okay, Fraktur auflösen. Haben wir nicht gemacht, können wir nachher noch diskutieren. Ich finde das extrem schwierig und habe nach 5 Wochen Sorge, dass man im Nightmare landet. Wir haben uns zur Korrekturosteosynthese entschlossen, und zwar extraartikulär. Die Frage sofort nach 5 Wochen, also 5, bis man eingetaktet hat, 5,5 Wochen. Oder verzögert nach 3 Monaten zum Beispiel. Okay, haben wir auch gemacht, damit das ein bisschen abgebunden hat. Zugang, nur Palma oder Palma dorsal? Okay. Wir haben es nur von Palma gemacht. Da gibt es aus der Bad Neustadter Klinik eine sehr schöne Arbeit zu. Die machen einen Zugang, oh, das falsche Bild reingemacht, was man von, wo man radial der Arterie hineingeht. Da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mit. Ups, augmentieren, autogener Span, autogene Spongiosa, allogener Span, allogene Spongiosa, Zement, also resorbierbarer Knochenzement, irgendwas so, Calciumphosphat, Calciumsulfat oder gar nichts. Okay, also autogen hauptsächlich, ja. Gut, dann zeige ich mal, wie wir es gemacht haben.
Die haben es, wie gesagt, über einen palmaren Zugang gemacht, mit dem autogenen Span. Wenn man es gut meint, ist es so 5 Grad, ist nicht ganz hundertprozentig aufgerichtet auf 10 Grad. Das ist das Bild postoperativ. Wenn man denkt, die Schraube ist drin, wir haben im Verlauf auch nochmal, wie Mike das gemacht hat, ein CT gemacht. Also später, viel später, Span ist integriert. Das sind die Ausheilungsbilder und die Platte ist zwischenzeitlich entfernt. Damit bin ich durch. Vielen Dank, Thomas, für auch diesen spannenden Fall. Das ist ja eine meiner Lieblingsthemen, immer tolerieren oder revidieren. Genau, das war die Frage. Und da war die Antwort des Publikums ja eigentlich auch sehr eindeutig. Also nee, revidieren auf jeden Fall. Wenn man dann aber guckt, wie man es revidiert, war die Diskussion durchaus sehr offen. Mike, was sagst du zu den Entscheidungen von Thomas? Ja, also gratuliere, Thomas, das ist ja super, super schön geworden. Also diese Osteotomie mit dem Span radial, der Arteria radial ist, das habe ich noch nie gesehen. Also das ist super elegant. Ja, also es hängt natürlich wieder vom Patienten ab und so weiter. Wahrscheinlich hätte ich das anders gemacht. Ich hätte wahrscheinlich die palmare Platte belassen, die Schrauben allerdings rausgenommen, um dann noch die palmare Abstützung zu haben. Und ihn von dorsal korrigiert. Extra artikulär, so wie du es gemacht hast, weil man dorsal ja praktisch die Abkippung hat. Das hätten wir wieder aufgerichtet und Fremdmaterialien, sondern entweder ein Autograft, so wie ihr das gemacht habt mit dem Span, oder wir hätten Chips genommen, die es ja von der Knochenbank gibt. Also von dorsal zusätzlich abgestützt. Also Palma, die Schrauben rausgemacht und von dorsal aufgerichtet und abgestützt. Benedikt, wie hättet ihr revidiert in Ulm? Ja, also wir hätten auch 3 Monate später revidiert. Wir hätten erstmal gewartet, bis es angezogen ist. Auch aus der Sorge, dass man es dann wieder so zerlegt und nicht mehr irgendwie zusammenbekommt. Wir hätten das von Palma, die Platte, dann angelegt und hätten aber von dorsal noch ein zusätzliches Fenster gemacht, dann da aufgerichtet, da aufgefüllt. Aber mit einer Wohlan-Platte dann schlussendlich abgestützt. Annika aus Hamburg, das junge Forum. Kommentar dazu, zu diesen Komplexfällen. Wie viel wird toleriert und wann wird revidiert in Hamburg? Ja, wirklich sehr spannender Fall, muss man auch sagen. Ich habe auch darüber nachgedacht, weil es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten gibt und das auf den ersten Blick, wenn man das jetzt vielleicht noch nicht täglich macht oder gemacht hat, ja auch nicht so ganz eindeutig ist. Wir machen das jetzt auch nicht jede Woche, muss man sagen, aber ab und zu kommt es dann doch zu uns und würde mich da von meiner Seite aus aber auch der Meinung der Mehrheit anschließen, also einmal auch abzuwarten. Ich hatte auch, als ich die ersten CT-Bilder gesehen hatte, darüber nachgedacht, ob man dorsal etwas machen muss und finde jetzt beide Meinungen, die ich jetzt hier gehört hatte, spannend, kann mich tatsächlich noch nicht so ganz dafür entscheiden, wie ich das gemacht hätte. Aber ja, finde es hier auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr spannend, dass es eben, wie gesagt, nicht die eine eindeutige Lösung gibt, sondern dass es ja, wie gesagt, noch mehrere Graustufen gibt in diesen Fällen. Genau. René Hartenso in Münster sammelt die Fragen und eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist, wann benutzt ihr winkelstabile Implantate oder gibt es noch eine Rolle für nicht winkelstabile Implantate, gerade bei solchen Korrekturen, Thomas? Also bei Korrekturen glaube ich eher nicht, weil man macht, wir machen das bei den Korrekturen auch so, dass wir die Platte im Korrekturwinkel zum Schaft anlegen. Und dann über das Ranziehen an den Schaft eigentlich die Korrektur durchführen letztlich. Sonst ist es eigentlich, dass man ja eigentlich nur so eine B-Fraktur mal ohne winkelstabil lösen kann. Aber am distalen Radius ist, glaube ich, Winkelstabilität schon sehr, sehr wichtig. Michael, gibt es bei euch noch Indikationen, nicht winkelstabil zu versorgen? Ja, also jetzt bei der Korrektur, wenn man von dorsal korrigiert, braucht man nicht unbedingt eine Winkelstabilität, sondern da hat ja die Platte mehr die Funktion der Abstützung. Und dafür brauche ich keine Winkelstabilität.
Aber die palmare Platte, die würde ich auch, machen wir eigentlich fast immer nur winkelstabil, ist klar. Ja. Aber von Dorsal muss man nicht unbedingt eine Winkelstabilität haben. Manchmal weist dann einem die Winkelstabilität auch die Schraube in die falsche Richtung. Thomas, eine Frage aus dem Publikum ist noch auch mehrfach gestellt. Wie lange dauert die Rehabilitation und wie aggressiv geht ihr bei so einer Korrektur vor? Rehabilitativ. Ja, also wenn ein Patient compliant ist, machen wir eigentlich sehr selten Gipse, also kein Gips. Der hat ja sehr viel Stabilität durch den Span, das muss man schon sagen. Von daher fangen die nach 6-8 Wochen an aufzubelasten, dass die wieder richtig zugreifen können, 4 Monate, also richtig belasten 4 Monate. Benedikt in Ulm, wie geht ihr bei solchen Revisionsoperationen in Bezug auf die Rehabilitation vor? Eher aggressiv oder seid ihr durchaus vorsichtig? Also wir machen häufiger für 2 Wochen, bis die Wunden gut geheilt sind, bei dem Normalpatienten noch eine Gipsschienchen hin, aber auch nur sehr, sehr reduziert. Einfach nur, dass der Patient so auch das Gefühl hat, ich bin nicht gesund. Und wenn wir compliante Patienten haben, dann werden die dann auch freigegeben und dann früh funktionell dann schon auch aggressiv behandelt, ja. Vielen Dank, Thomas. Das war ein spannender Fall und auch jetzt geht die Zeit wieder voran, aber du hast Zeit reingeholt und ich freue mich auf den dritten Vortrag beziehungsweise die dritte Fallpräsentation aus Ulm. Philipp Hupe, Assistent am BWK in Ulm, wird gleich starten. Philipp. Ja, guten Abend aus Ulm. Ich starte mal meine Präsentation. Ich hoffe, man kann sie jetzt sehen. Kann man jetzt die Präsentation sehen, nicht perfekt. Die Referentenansicht? Selbst die Farben stimmen. Okay. Unser Patient, es ist ein Fall, der Patient ist vom Laster gefallen. Es geht um einen 43-jährigen Zimmermann, der bei Ladetätigkeiten auf seiner Ladefläche vom LKW gestürzt ist und auf den ausgestreckten linken Arm gestürzt ist. Er hat keine relevanten Vorerkrankungen und hat sich selbstständig in der Notaufnahme vorgestellt. Das Ganze ist in einer anderen Klinik passiert, also er hat sich nicht initial bei uns vorgestellt. Und es zeigte sich eine Bajonettfehlstellung des Handgelenks. Der Patient hatte natürlich deswegen starke Schmerzen. Die Fingerbeweglichkeit war eingeschränkt. Von den Weichteilen war lediglich, oder von der Haut war eine Kontusionsmarke palmarseitig zu sehen. Es war keine offene Fraktur wie im ersten Fall. Eine aktive Blutung war nicht zu sehen und der PDMS war intakt. Somit würde ich dann zu unserer ersten Frage kommen, wenn man das Ganze jetzt in der Notaufnahme vor sich hatte. Welche Diagnostik sollte durchgeführt werden? Erstens ein Röntgen-Handgelenk in 2 Ebenen, ein Röntgen in 2 Ebenen auf beiden Seiten zum Vergleich der jeweiligen Handgelenke, ein CT des Handgelenks, ein MRT oder braucht man gar keine Bildgebung, ist die Ruhigstellung in einer Gipsschiene und abschwellende Maßnahmen erst einmal genug. Okay, dann haben wir ein eindeutiges Ergebnis, das Röntgen-Handgelenk in 2 Ebenen. Das haben die Kollegen in der externen Klinik auch durchgeführt. Da sieht man diese Bilder. Ich lasse diese kurz stehen, damit man die auf sich wirken lassen kann. Und dann komme ich schon zu unserer zweiten Frage, welche Diagnose zu stellen ist. Ist es erstens eine Smith-Fraktur, eine Colts-Fraktur oder eine dislozierte mehrfragmentäre distale Radius-Fraktur, eine Unterarm-Schaft-Fraktur oder eine mehrfragmentäre Unterarm-Fraktur, eine Scaphoid-Fraktur oder haben wir doch nur eine Lunatum-Luxation? Okay, da auch hier haben wir wieder ein eindeutiges Ergebnis.
Es ist die dislozierte mehrfragmentäre Radiusfraktur. Zusätzlich ist noch, wie in dem anderen Fall auch schon, der Prozessus diluidius ulnae abgerissen. Und jetzt kommt es zur entscheidenden Frage, wie gehen wir weiter? Machen wir eine konservative Therapie, einfach nur einen Gips anlegen, reponieren muss man das Ganze auch nicht. Oder muss man doch reponieren und einen zirkulären Gips anlegen? Vielleicht reicht auch nur die Reposition mit einer Gipsschiene palmar oder eben von dorsal. Brauchen wir noch weitere Diagnostik, bevor wir irgendwas mit den Patienten machen? Oder müssen wir sofort mit den Patienten in den OP fahren? Okay, jetzt haben wir hier die weitere Diagnostik, haben die meisten ausgewählt. Die Kollegen in der Klinik, wo der Patient sich zuerst vorgestellt hat, sind anders vorgegangen. Sie haben die Fraktur reponiert und einen zirkulären Gips angelegt. Hier sieht man die Bilder nach Reposition. Und da sieht man, dass die Fraktur auf, trotz der Schwere der Fraktur eigentlich durch die Reposition ganz gut gestellt werden konnte. Jetzt wollen wir wieder wissen, wie sollen wir weitergehen, vorgehen. Ist eine konservative Therapie mit Röntgenkontrollen an den Tagen 4, 7 und 11 ausreichend? Müssen wir jetzt sofort operieren? Brauchen wir noch zur OP-Planung einen MRT oder ein CT? Darf ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Warum jetzt, ist das sicher ein zirkulärer Gips gewesen? Also ein zirkulärer Gips bei der frischen Fraktur, C-Fraktur? Also auf den Bildern hat es für uns so gewirkt, als wäre ein zirkulärer Gips. Wir haben darüber keine Dokumentation, die uns vorliegt. Okay, man kann ja zirkulär legen und dann spalten, weil das ist ja, also das würde ja kaum jemand heute machen. Ja. Ganz gut. Es gibt ja auch diese dorsopalmaren Gipsschienen, das meinen Sie wahrscheinlich auch, das machen wir ganz gerne. Und es sieht manchmal dann tatsächlich so aus, als sei der Gips zirkulär, aber ist dann an den Seiten tatsächlich offen, beidseits, wie so ein Sandwich. Da werden wir sicher gleich nochmal ein bisschen diskutieren. Genau. Okay, dann zum weiteren Vorgehen. Die meisten wollten ein CT zur OP-Planung. Auch das haben die Kollegen dann gemacht. Das sind die ein paar Schnittbilder aus der CT-Bildgebung. Die ist erst am nächsten Tag gelaufen und man könnte meinen, dass man es, wenn man es im Vergleich zu den Bildern direkt nach Reposition sieht, dass auch hier die Fraktur wieder etwas verrutscht ist. Somit möchten wir jetzt wissen, welche Operation ist indiziert. Ist einmal ein einseitiges Vorgehen mit einer palmaren Plattenosteosynthese indiziert, einseitig die doppelte Plattenosteosynthese von palmar und dorsal, wie wir sie eben besprochen haben, oder sollte in einer Sitzung ein Fixateur extern angelegt werden und gleichzeitig dann eine palmare und dorsale Plattenosteosynthese, oder ist es notwendig, diese Fraktur zweizeitig anzugehen mit einer Anlage eines Fixateur extern und dann jeweils die palmare Plattenosteosynthese oder eine dorsale Plattenosteosynthese? Oder ist ein zweizeitiges Vorgehen notwendig mit einem Fixateur extern und Refixation des Prozessus diluidius ulnae und dann in einer zweiten Sitzung die palmare Plattenosteosynthese? Okay, da stimmen die meisten einmal dafür, dass eine einseitige palmare Plattenosteosynthese erfolgen sollte. Die Kollegen haben am 29.04. eine offene Reposition der Fraktur durchgeführt, sind initial von dorsal die OP angegangen und haben dort eine winkelstabile
Platte probiert einzubringen, was nicht von Erfolg war initial, weil immer wieder Palma-Fragmente abgerutscht sind. Im Anschluss sind sie von Palma die Fraktur angegangen und haben probiert, dort dann ebenfalls eine winkelstabile Platte einzubringen. Auch das hat initial nicht zum Erfolg geführt. Dann wurde intraoperativ die Entscheidung gefällt, dass ein Fixateur extern angelegt wird, um die Fraktur auf Spannung zu bringen und primär erst einmal das Handgelenk ruhig zu stellen. Und dann konnte eine winkelstabile Doppelplatten-Osteosynthese durchgeführt werden. Ein Frakturstück konnte lediglich durch noch den Kartrad fixiert werden und es wurde noch Calcibon eingefüllt. Wenn man jetzt die Bilder sieht, postoperativ nach dieser 5-stündigen OP, möchten wir jetzt einmal wissen, sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, ja oder nein? Okay, es ist ein unentschiedenes Ergebnis, würde ich fast sagen. 56% sagen, sie sind zufrieden. Die Kollegen waren auch zufrieden. Die Wund- und Weichteilverhältnisse waren gut, reizlos. Es erfolgte Lymphdrainage und Kryotherapie und der Patient konnte am 4.5. entlassen werden. Sie empfahlen den Fadenzug nach 12 bis 14 Tagen. Das Handgelenk sollte für 8 Wochen entlastet werden. Und der Fixateur extern soll für mindestens 4 Wochen belassen werden. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir mit ins Spiel kamen für die Behandlung. Der Patient stellte sich nämlich in unserer BG-Bau-Sondersprechstunde am 3.6. vor. Zum Befund ist zu sagen, dass der Fixateur extern zu diesem Zeitpunkt, das war 5 Wochen nach OP, noch in situ war. Der Patient konnte die Finger eingeschränkt bewegen. Durch den Fixateur extern war die gesamte Bewegung im Handgelenk natürlich eingeschränkt. Der Ellbogen war unauffällig und in diesem Röntgenbild, was wir hier sehen, ist die Stellung des Prozesses de Luidius Ulnae unverändert. Es zeigt sich jedoch eine Dislokation von 2 Fragmenten auf der palmaren Seite. Das ist im Vergleich zur Voruntersuchung neu aufgetreten und man hat den Eindruck, dass die Fossa lunata nachgesintert ist. Passend dazu hat der Patient weiterhin persistierende Schmerzen im Handgelenk. Wenn man jetzt die Bilder und den Verlauf in Gedanken hat, wie würden Sie weiter vorgehen? Eine weitere Bildgebung mittels CT, um genauer sagen zu können, was das für Fragmente sind, wo die liegen und wie die Fraktur sich entwickelt hat. Oder muss sofort eine Revisions-OP erfolgen? Oder reicht es aus, dass man weiter mit intensiver Physiotherapie macht? Das ist eindeutig. 89% würden ein CT machen. Auch wir haben das CT durchgeführt. In diesem CT kann man weiterhin sehen, dass kein Materialbruch, keine Lockerung des Materials vorliegt und dass eben radialseitig diese knöchernen Fragmente zu sehen sind. Die radiale Gelenkfläche wird mit einer 4 mm großen Defektzone beschrieben und außerdem zeigt sich ulnarseitig eine Stufenbildung von 3 mm. Die Stellung des Prozesses de Luidius Ulnae wird als weiterhin unverändert beschrieben und das SL-Band ist grenzwertig weit mit 2,5 mm. Wie sind wir weiter vorgegangen? Wir haben zunächst den Fixateur extern für weitere 2 Wochen belassen. Dieser konnte dann am 17.06. entfernt werden, ambulant, und im Anschluss war der V-Schluss und Streckung der Finger inkomplett. Das Handgelenk zeigte sich wackelsteif und wir stellten die Indikation zur Arthroskopie. Diese erfolgte am 23.06. Es zeigte sich eine posttraumatische Arthrose mit einer Läsion des TFCC und Verwachsungen im Handgelenk.
In der Arthroskopie konnte der TFC deprediert werden und die Verwachsung gelöst und geglättet werden. Kurz im Anschluss darauf konnte das Belegelische stationäre Weiterbehandlungsverfahren eingeleitet werden, in dem der Patient intensive Physiotherapie erhalten hat. Im Anschluss erfolgte die erweiterte ambulante Physiotherapie, wo man sieht, dass durchweg alle Funktionen des Handgelenks verbessert werden konnten. Die Dorsalextension und Palmarflexion konnten von 20-0-30 auf 30-0-30 und passiv 35-0-30 verbessert werden und die Pro- und Supination von 60-0-30 auf 80-0-45 Grad verbessert werden. Auch der V-Schluss war im Anschluss besser und die Handkraft natürlich auch gebessert. Am 26.08. kam es zu einer erneuten Vorstellung in unserer BG-Sprechstunde. Es zeigte sich immer noch Schmerzen beim Patienten. Diese waren hauptsächlich dorsoradial. Eben hier auch zeigte sich eine Restschwellung. Die Platte, die Dorsale, war tastbar und sonografisch ließ sich eine Flüssigkeitsansammlung feststellen. Somit kommen wir zur nächsten Frage. Wenn man jetzt den Verlauf und die Klinik des Patienten gehört hat, wie würden Sie weiter vorgehen? Weitermachen mit Physiotherapie und Lymphdrainage, eine erneute Bildgebung veranlassen oder eine frühelektive Metallentfernung der dorsalen Platte anstreben? Prozent sind für die frühelektive Metallentfernung. Auch so haben wir uns entschieden und am 8.9. erfolgte die Entfernung der dorsalen Platte und des eingebrachten K-Drahtes. Diese Operation verlief komplikationslos und wir konnten den Patienten nochmals am 23.9. sehen mit reizlosem Narbenverhältnis. Die Extension und Flexion waren nach dieser Operation noch minimal eingeschränkt im Vergleich zu den Ergebnissen, die wir davor durch die ambulante Physiotherapie bereits erzielt hatten. Der V-Schluss war aber weiterhin nahezu komplett und passiv gut möglich. Der Patient ist mittlerweile in der Arbeitsplatzerprobung, zunächst 2 Wochen mit je 4 Stunden Arbeitszeit und dann weitere 2 Wochen mit 6 Stunden sind geplant. Da befindet sich der Patient momentan und das war dann auch mein Fall, den ich vorstellen durfte und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Philipp, für den spannenden Fall und vor allem die vielen Entscheidungen, die ja immer wieder anstehen. Man denkt immer, naja, dann operiert man und dann ist gut und verfolgt. Aber du hast sehr schön gezeigt, auch in den ganzen Fragen an die Teilnehmer, hey, da gibt es viele Dinge zu diskutieren. Gehen wir zu den Experten. Also kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Ihr hattet ja schon initial angesprochen, Mike, initiale Rückstellung in der anderen Klinik mit Rundgips. Noch mal ein klares Statement, das kann gefährlich sein. Mike? Okay, ja, also ich muss aber sagen, das haben die Kollegen in der auswärtigen Klinik, glaube ich, gut gemacht. Wenn man mit dem Gips, natürlich ist es so, je schwerer die Fraktur ist, desto leichter lässt sie sich reponieren, desto schwerer kann man sie retinieren. Deshalb ist es so, dass wahrscheinlich, also der Gips muss natürlich als dorsoradiale Gipsschiene angelegt werden, sicher komplett gespalten werden. Also ein zirkulärer Gips ist also kontraindiziert, weil das natürlich dann zum Compartment führen kann. Das andere, was ich aber sehr gut fand, ich weiß nicht, wo das gemacht, wahrscheinlich bei euch gemacht worden, Philipp. Ihr habt einen Fixateur angelegt, um da Ruhe reinzubringen. Und die Pins, die Anordnung der Pins, das fand ich wirklich gut, weil die Pathologie ist da sicher auch groß ausgespart worden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also Metakarpale 2 Pins, aber im Radius Schaft, wirklich in Schaftmitte das gemacht, sodass die eigentliche, also Osteenthesenregion, frei bleibt. Oder wie ist das gewesen?
Die war auswärtig gemacht worden. Die, ja, der Fixateur ist auch auswärtig gemacht worden. Der war intraoperativ, als sie gemerkt haben, Philipp, korrigiere mich, wenn ich nicht das richtig verstanden habe, die haben zunächst dorsal versucht zu reponieren, Palma, und dann ist das immer weggekippt und dann haben sie quasi das, was wir beim letzten Fall ja auch diskutiert haben, den Fixateur intraoperativ genutzt, um tatsächlich überhaupt die Ligamentotaxis wirken zu lassen und dann die Platten anzusetzen. Okay, aber mit dem Fixateur haben sie ja nichts verkehrt gemacht. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist immer ganz gut. Also, sie haben sich keinen Weg verbaut. Das ist schon ganz gut. Aber es sind ja drei Platten drin gewesen. Ne? Also es waren Dorsal, glaube ich, zwei und Palma war eine. Korrekt. Oder? Doch. Doch, doch. Oder es ist eine ganz aufgefaserte Platte, Dorsal, also die man zuschneiden kann. Eine Dorsal, eine Palma und der Kartrad. Alles klar. Okay. Benedikt, Kommentar von deiner Seite. Du hast den ja hautnah verfolgt, den Fall. Ja, wir haben das in unserer Nachmittagssprechstunde halt auch diskutiert, nachdem das so ein bisschen eingesunken war. Das hat man ja auch dann gesehen, weil die Platte raus war. Der Radio steht jetzt einen Tick zu kurz. Wir haben das natürlich lange diskutiert, ob man das aufmachen sollte und haben uns halt dann entschieden, dass wir Sorge gehabt haben, dass wir es einfach dann nicht besser machen können und haben gedacht, wenn er dann Probleme kriegt, dann kann man sekundär immer noch, wie das der Thomas ja auch gezeigt hat, sekundär eine Korrektur noch machen. Das läuft uns ja nicht weg zwingend. Und der Patient ist jetzt klinisch eigentlich ganz gut. Er hat seine Arthrose eh schon drin, also die können wir nicht mehr produzieren. Und solange der jetzt klinisch unauffällig bleibt und sogar arbeiten kann, würden wir nichts machen und dann nur reagieren, wenn der symptomatisch werden würde und nicht mehr arbeiten könnte. Ganz spannende Frage aus dem Publikum. Wie viel Manipulation vorher oder auch intraoperativ ist sinnvoll im Hinblick auf das Risiko eines CRPS? Thomas, willst du was dazu sagen? So wenig wie möglich. Es geht nicht in dem Fall. Man sieht es ja nicht mehr so häufig, weil wir ja auch nicht mehr so extrem reponieren initial und nochmal nachreponieren im Gips und alles und früher auch operieren. Ja, so wenig wie möglich natürlich. Kann ich nicht zu sagen. Ich glaube, es gibt weniger CRPS und man sollte gucken, dass man, wenn man das im Gips jetzt nicht perfekt gehalten bekommt, entweder es akzeptiert, dass es im Gips so steht, wenn es einigermaßen akzeptabel ist, oder dann tatsächlich den Schritt macht, wenn man es nicht direkt operieren kann, einen Fixateur drauf zu machen. Ich glaube, das wiederholte Manipulieren von Gipsen, das ist, glaube ich, schlecht. Wir haben ja auch bei dem letzten Fall gesehen, also der Fixateur ist ja immer noch sehr hilfreich, gerade in der initialen Phase. Wo ist für dich die Grenze, das in einer Schiene zu retinieren, wie jetzt hier gewesen? Und wo ist die Grenze, wo du sagen würdest, nee, hey, besser in einem Fixateur und dann nutze ich die Ligamentotaxis und dann kann ich das schon ganz ordentlich hinstellen. Als Präoperat, also erster Schritt quasi, Zwei-Stopp-Strategie. Ja, jetzt muss ich mich mal outen, dass wir das gar nicht hinkriegen würden, so viele Fixateure anzulegen. Ich glaube, in meiner alten Klinik wäre ich für einiges verhauen worden, was wir hier akzeptieren mit dorsaler Schiene. Und es geht auch meistens, es geht eigentlich auch fast immer gut. Ich glaube, es ist die Schwellung, der Schmerz und der Karpaltunnel. Mike, wo ist für euch die Grenze? Hey, das können wir im Gips rückstellen vor einer Operation. Und wo würdet ihr sagen, nee, von vornherein lieber ein Fixateur? Wie kaputt muss es sein? Sehr, sehr großzügig mit dem Fixateur. Allerdings geht es oft auch ohne, da muss ich Thomas recht geben. Aber wir können natürlich dann eben auch schon ganz gut schauen, wie können wir dann später auch adressieren. Und das ist ja mehrfach jetzt gezeigt worden, über Ligamentotaxis geht eine ganze Menge. Mich wundert, dass wir jetzt hier drei wirklich C3-Frakturen bei jüngeren Patienten gesehen haben. Also gar nicht irgendwie geriatrisches Patientengut, weil die haben ja die häufigeren Frakturen. Das sind ja sehr, sehr schwere Fälle. Und ich hätte jetzt auch mal eine Frage an den Philipp, weil der große Sprung des Funktionsgewinns ist ja durch die Arthroskopie gekommen. Eigentlich weniger durch die Krankengymnastik. Oder ist das die Kombination aus beidem? Also das fand ich sehr beeindruckend. Also die Verbesserung kam durch die Arthroskopie, ja, in Verbindung mit der Krankengymnastik. Die machen wir in sehr enger Anbindung bei uns in der Klinik. Da werden die, gerade die BG-Patienten werden in enger Anwendung zusammen mit der Reha-Klinik hier in Ulm, direkt neben unserem Haus ist, zusammen behandelt. Und da können wir dann große Erfolge eigentlich mit feiern.
Dann noch mal die Frage an die Runde. Es hat ja auch noch mal einen Sprung gegeben mit der Teilmaterialentfernung. Entfernung der dorsalen Platte und des Kirchner-Drahtes hat ja auch noch mal was gebracht. Frage aus dem Publikum, warum habt ihr nur die Dorsale genommen und nicht auch die Palmare weggenommen? Die Fraktur zeigte sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so konsolidiert, dass man hätte sagen können, dass man beide Platten entfernt, dass das Ganze stabil genug ist. Aber er darf jetzt schon arbeiten. Probe. Okay. Wie sehen die anderen die Indikation zur Materialentfernung grundsätzlich, jetzt an diesem Fall aber auch durchaus grundsätzlich? Da gibt es ja auch viele Diskussionen, wann Material entfernen und wann nicht. Jemand hat eine gute Funktion. Benedikt, nimmt das dann raus beim distalen Radius? Nein, also wir machen nur, wenn der Patient, also es gibt ja Patienten, die wollen kein Material mehr drin haben. Genau. Das ist klar. Ich sage dem Patienten und wir sagen dem Patienten immer, wenn die Funktion nicht gestört ist, und wenn Sie die Platte gar nicht merken, würde ich meine Palette drinnen lassen. Das gilt jetzt mal für den distalen Radius. Also wir sind da eher restriktiv und machen das nur bei klar plattenbezogenen Symptomen oder bei Wunsch des Patienten. Thomas, wie geht ihr vor bei der Materialentfernung? Indikation? Wir sind auch sehr restriktiv. Bei den Dorsopalmaren ist es ja doch so, dass die häufig, OP-Zeit ist lange. Du kannst auch, wenn du ein gutes Retinakulum unter die Sehnen packst, es verklebt dann doch häufig dorsal. Also dass man doch die dorsalen Platten eher dann mal rausmachen muss. Aber Mike, wie stellt ihr die Indikation? Ja, eigentlich genauso. Wo ich allerdings immer rausmache, ist bei Jugendlichen und Kindern. Dazu würde ich sogar noch die Annika zählen. Das lassen wir jetzt so stehen. Es gibt noch eine spannende Frage aus dem Publikum. Frage nach präoperativen Repositionstechniken und Indikationen. Also habt ihr noch irgendeinen Trick? Wie reponiert ihr und was toleriert ihr initial, wenn ihr sekundär operiert? Benedikt. Also wir machen das so, dass wir die Frakturen in der Regel in Bruchspaltanästhesie aushängen. Dann einfach erstmal eine Viertelstunde warten und dann unter Durchleuchtung, das kann man ja sehr schön den C-Bogen dann so querstellen, kann man dann sehr schön das quasi von hinten mit den Daumen meistens dann nach Mola modellieren. Dann hält man es leicht flektiert und einer macht dann den Gips drauf. Und was wir nicht tolerieren, ist, wenn es dann schon mit dem Gips quasi wegrutscht wieder und dann eine grobe Dislokation vorliegt, sodass wir dann Angst um den Medianus und den Karpaltunnel haben, dann würden wir die Entscheidung treffen, okay, es hält eben nicht und fahren dann in OP für den Fixateur beispielsweise, wenn das eben akzeptabel steht und keine neurologische Symptomatik da ist, dann bleibt eben der Gips dann dran und wird dann eben sekundär versorgt. Thomas, hast du noch einen Trick für Repositionstechniken? Also früher... Präoperativ. Präoperativ, ja. Also mir hat schon damals, als ich noch Student war, jemand gesagt, wir müssen eh alles operieren, weil wir nicht mehr konservativ behandeln können. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Man verlernt das, eine gute Gipstechnik. Ich glaube, man sollte nicht zu ambitioniert sein, wenn man eh plant, das zu operieren. Mike, Trick noch drauf? Ja, also Bruchspalt ist bei uns, also das können meine Leute gar nicht mehr. Das müssen wir vielleicht mal wieder einführen, die Renaissance der Bruchspaltanästhesie. Wir machen einfach, wir hängen es aus im Mädchenfänger und fixieren es dann auch in der Fehlstellung. Das ist im Prinzip egal, wenn ich sowieso weiß, ich will später operieren. Und die anderen, also gut, die Gipstechniken mit der Delle, die Delle noch setzen, dass das noch ein bisschen gehalten wird. Aber wie gesagt, also je mehr das zertrümmert ist, desto leichter geht die Reposition, aber desto schwerer ist die Retention. Und da muss man wahrscheinlich, wenn man Zeit gewinnen möchte, einen Fixateur machen. Annika, das ist das, was die Chefs erzählen. Hast du im Rahmen deiner Weiterbildung noch systematisch gelernt, wie man einen Gips anlegt und wie man reponiert oder hast du dir das selber beigebracht? Teilweise natürlich zeigen lassen, weil ganz von selbst schafft man es dann meistens ja doch nicht. Wir haben tatsächlich hier regelmäßige Gipsfortbildungen, wo wir einmal lernen, wie macht man den richtigen Oberarmgips, Unterarm und wir haben jetzt eben diese Dorsal. Palmare-Gipsschiene, mit der wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Zur Reposition
ja, da habe ich, ich war in unterschiedlichen Häusern, ich war nicht immer im UKE und habe das teilweise auch noch mit der Bruchspaltanästhesie kennengelernt und fand das tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil die Patienten dann doch deutlich besser mitmachen. Hier bei uns verwenden wir das nicht. Und das ist natürlich oft schon ein bisschen schwieriger, allein mit Dipidolor oder ähnlichem eine richtige Reposition hinzubekommen, weil die meisten Patienten das dann doch nicht tolerieren. Und dann ist es doch so, dass wir das häufiger auch in Fehlstellungen eingipsen, wenn wir wissen, das muss noch operiert werden und dann diese unnötigen Manipulationen vermeiden wollen. Auch gerade, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, im Hinblick auf ein CRPS. Ja, tatsächlich versuchen wir das auch noch den jüngeren Kollegen beizubringen. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade das Gipsen insgesamt so ein bisschen untergeht, weil viele das dann ja auch auf die Pflege abschieben und sagen, den Gips macht dann die Schwester, aber letztendlich müssen wir ja doch als Ärzte die Gipse abnehmen und kontrollieren. Und das geht so ein bisschen unter in den ersten Jahren der Ausbildung. Da müssen wir uns mal an die Nase fassen, auch gucken, dass wir gute Programme da aufsetzen. Jetzt haben wir noch eine allerletzte Frage und dann machen wir auch Schluss. Aber es sind alle Teilnehmer noch da. Ich schaue immer auf die Zahl. Die Frage nach Nervenschädigung oder anders formuliert, wir haben drei komplexe C-Frakturen gesehen. Wann seht ihr die Indikation, um den Karpaltunnel primär zu spalten, Benedikt? Ja, wenn eine primäre Neurologie da ist, die eben auf den Karpaltunnel zu beziehen ist, typischerweise, oder wenn eine sehr ausgeprägte Hämatombildung in Richtung Handfläche geht, dann würden wir auch prophylaktisch den Karpaltunnel lieber spalten als einmal zu wenig. Dabei passieren uns natürlich auch Fehler, dass am nächsten Tag oder zwei Tage später plötzlich der Karpaltunnel dann doch da ist. Dann muss man sekundär ran. Aber das sind so für uns die Kriterien, wann wir es bei der eigentlichen Operation schon machen, bei der primären. Thomas, wie geht ihr vor? Prophylaktisch oder eher restriktiv? Das ist ja schwierig. Also prophylaktisch machen wir es nicht. Natürlich, wenn Nervenschaden vorliegt, das ist klar, das wird wohl jeder machen. Und sonst ist halt die Schwierigkeit, es ist dann erfahrungswert, wenn das Weichgewebe stark anschwillt, schwierig zugeht. Ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt sagt, bei Dorsal Palma oder ab einer bestimmten OP-Zeit, leider ist das, glaube ich, ein Erfahrungswert. Und das ist, das muss man einfach auch mal durch die schlechten Erfahrungen durch. Michael, wie ist eure Indikation in Münster? Also wir spalten großzügig, insbesondere bei Reperfusion. Also das ist ja klar, wenn wir einen Reperfusionsschaden haben, unter anderem manchmal auch nach einer sehr, sehr langen Blutsperre, das ist ja auch schon, aber da wird eigentlich bei der Reperfusion, wenn also jetzt der Unterarm lange abgeklemmt war und da eine Anastomose wieder neu gemacht werden muss, und weil dann wird prophylaktisch gespalten. Das machen wir. Aber sonst, wenn der Nerv natürlich, wenn der Medianus kompromittiert ist, wenn eine Neurologie ist, dann wird auch gespalten. Ansonsten sind wir auch zurückhaltend. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und ich glaube, wir sind jetzt genau an 17:45. Damit habe ich die Aufgabe, jetzt Schluss zu machen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Erstens bei denen, die vorgetragen haben, die die Fälle vorbereitet haben. Das ist nicht einfach. Vielen, vielen Dank. Das Zweite natürlich bei den Experten, die wieder ganz spannend diskutiert haben. Und ich glaube, wir haben alle mitgenommen. Also es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt unterschiedliche Optionen. Und ich hoffe, dass Sie aufgrund der Diskussion auch eine ganze Reihe von Anregungen für Ihre eigene Praxis mitgenommen haben. Und zuletzt möchte ich ganz herzlich der AWC danken, die wieder den ganzen Telekommunikationsbereich abgedeckt haben und diese Zoom-Konferenz oder dieses Webinar ermöglicht haben. Und deswegen wären wir Ihnen auch noch dankbar, wenn Sie am Schluss des Webinars eine Minute noch Zeit nehmen und tatsächlich eine Evaluation machen, um zu schauen, wie Sie das Webinar bewertet haben, ob Sie die Diskussion gut finden und ob wir so weitermachen sollen. Und damit gebe ich zurück zu unserem Präsidenten. Mike, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Also, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das war wieder super toll, weil ich habe wirklich auch Sie da sehr viel gelernt, viele praktische Tipps. Es ist eigentlich alles erlaubt, man muss es nur begründen können in der Unfallchirurgie. Das ist auch immer so eine Lehre, die man daraus zieht. Und es geht unheimlich viel. Unsere Patienten halten sehr viel aus. Ob das immer alles so gut ist, was wir da machen, das sehen wir dann auch. Ich finde es wieder immer sehr spannend. Das waren sehr komplexe Fälle. Vielleicht sollten wir manchmal auch nochmal gucken, dass wir wieder einen normalen Fall bringen. Aber jeder zeigt natürlich immer so ein bisschen aus der Schmuckkiste. Auch an dich, Bertil, nochmal herzlichen Dank. Das hast du wieder perfekt moderiert.
Und wir werden fürs nächste Mal, wir werden das schon mal ein bisschen ankündigen, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir nächstes Mal so ein bisschen die obere Extremität von oben her beleuchten. Also wir gehen dann an den Humeruskopf und werden da sicherlich auch ein paar passende Fälle finden. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen. Möchte eigentlich auch noch mal auf unsere digitale Woche aufmerksam machen. Da werden Sie ja wahrscheinlich im Moment über die verschiedenen Verteiler mit Anschreiben bombardiert. Ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber es kommen interessante Sitzungen. Benedikt Friemert hat auch da eine interessante Polytrauma-Sitzung, die er am Organisieren ist. Es ist für jeden was dabei, von 17 bis 21 Uhr, vom 19. bis zum 23. Oktober. Da werden wir uns spätestens wiedersehen. Und ansonsten jeder erste Mittwoch im Monat, nachmittags 17 Uhr. Ich freue mich auf Ihr Kommen und vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. Tschüss.